Herzlich willkommen bei Hefelgucker Revival. Heute geht es um die Martini-Gans. Wir haben eine burgenländische Weidegans und ich möchte euch die wichtigsten Schritte und Zubereitungshinweise geben. Ganz wichtig bei der Zubereitung der Gans ist das richtige Gewürz zu haben und ich zeige euch, wie ich die Gans zubereite, mit welchem Gewürz. Dazu brauche ich Salz, gemahlenen Pfeffer, gemahlenen Kümmel und noch getrockneten Majoran. Diese Gewürze werden miteinander vermischt. Bevor wir die Gans würzen können, muss sie hergerichtet werden. Zuerst schneiden wir den Flügelknochen ab. Wichtig ist, ein scharfes Messer zu haben. Ich ziehe hier den Flügel auseinander und schneide genau im V des Gelenks durch. Diese Teile kann man für eine Gänsesuppe verwenden. Die Innereien, Magen, Leber und Herz eignen sich auch wunderbar für die Zubereitung eines Gänsefonds. Die Innereien werden auch Gänseklein genannt. Ich schneide jetzt noch den Gänsehals ab und das alles verwenden wir dann später für die Gänsesuppe. Dann kann man das eigentlich recht leicht durchschneiden. Woran erkenne ich jetzt den Unterschied zwischen einer ungarischen Hafermaßgans oder einer burgenländischen Weidegans? Allein hier durch das Fett. Hier haben wir schönes gelbes Fett, ein sehr festes Fleisch und das ist eigentlich der Hauptunterschied zwischen den zwei Gänsen. Ich beginne nun mit der Zubereitung der Gansfülle. Dazu nehme ich Zangensellerie, den schneide ich in grobe Stücke, Orangen mit Schale, einen Apfel, eine Zwiebel mit Schale, den Zitronen schneiden wir weg, den wollen wir nicht dabei haben. Und aus dem Garten habe ich noch frischen getrockneten Majoran. Bevor ich die Gans fülle, würze ich nun die Gänsefülle kräftig mit unserem Gänsegewürz und mische das Obst und Gemüse kräftig durch. Beim Garen der Gans bekomme ich ein wunderbares Aroma von innen nach außen durch die verschiedenen Gewürze und Kräuter. Ein wichtiger Tipp ist hier auch, die Gans innen kräftig zu würzen. Dazu nehme ich das Gewürz und streue es wirklich kräftig an die Innenseite hinein. Und nun beginne ich mit unserer vorbereiteten Fülle. Die Gans zu füllen. Hier wirklich nicht sparen und kräftig andrücken. Die Garzeit dieser ca. 4 Kilo schweren Gans beträgt so 3,5-4 Stunden milderer Hitze, maximal 150 Grad. Das restliche Gemüse, das mir überbleibt, gebe ich dann als Unterlage in die Pfanne hinein. Jetzt geht es noch ans Würzen der Außenseite. Hier auch wirklich kräftig die Haut einreiben in unserem Gewürz. Und keine Sorge, hier kann man nicht überwürzen, die Gans verträgt schon ausreichend Gewürz. Mindestens einen Tag vorher ist es wichtig, die Gans zu würzen, damit die Fülle und auch das Gewürz an der Außenseite so richtig in die Haut hineingeht und das bringt einen wunderbaren Geschmack beim Braten. Damit die Gans beim Braten in Form bleibt, da gibt es einen kleinen Trick, den ich auch gerne beim Braten anwende. Ich schneide bei einem Fuß hinter der Sehne ein und gebe dann den zweiten Schenkel durch diese Öffnung hindurch. Wenn es in der Pause ausgeht, schneide ich ein bisschen weiter ein. Man merkt, das ist eine ganz frische Gans, das ist recht schwer, wenn es durchgeht. So. Und jetzt verliert die Gans beim Braten die Fülle nicht, es bleibt schön drinnen, es ist verschlossen und es hat eine perfekte Form zum Braten. Die Gans hat hier wunderbar Platz in der Bratpfanne. Eine Zugabe von Fett ist ja nicht nötig, weil bekannterweise die Gans selber genug Fett hat und beim Braten hier genügend Fett ausläuft. Die ersten 2 Stunden des Bratvorgangs lasse ich die Gans immer auf der Hautseite nach unten braten, weil sonst bekommt sie mir vielleicht so eine dunkle Farbe.
Für 3 Stunden bleibt die Gans unzugedeckt drinnen auf der untersten Schiene bei ca. 150 Grad. Ihr kennt das Video der Hühnersuppe? Gänsesuppe funktioniert genauso. Hier ist der Link zur Hühnersuppe. So, nach 4 Stunden ist die Gans jetzt wunderbar gebräunt. Und jetzt lassen wir sie abkühlen und dann zeige ich euch, wie man die Gans richtig tranchiert. Also die Gans schneller auskühlt, hebe ich sie jetzt aus der Pfanne raus und lasse ungefähr eine halbe Stunde rasten, um es leicht verteilen zu können. Das restliche Fett leere ich jetzt noch ab. Wenn ich merke, dass schon Fleischsaft hier mitkommt, höre ich auf, aus dem gebratenen Apfel, den Orangen, machen wir später dann die Soße. Die Gans ist jetzt ausgekühlt und jetzt beginne ich die Gans zu tranchieren. Schneide oben am Brustbein ein. Und arbeite mit den Händen nach. Und schneide vorsichtig neben dem Brustbein ein. Das gleiche passiert auch mit Gänseschenkel. Und dann löse ich ihn langsam. Das war die erste Seite. Zwischen der Brust und dem Schenkel schneide ich schräg ein. Und dann schneide ich die Brust in 3 Tranchen. Und lege das zurück in die Pfanne zum Aufwärmen. Der Unterschied hier von der burgenländischen Weidegans oder generell einer österreichischen Weidegans ist einfach viel, viel weniger Fett. Wirklich wunderschön zartes Fleisch. Da sieht man den großen Qualitätsunterschied. Für die Zubereitung der Sauce nehme ich die gebratenen Gänsekarkassen und röste dann nochmal in der Bratpfanne ab und gieße mit dem Gänsefond auf, damit wir eine gute Sauce zu unserem Ganzen haben. Die Gans werden jetzt ca. 20 bis 25 Minuten zugedeckt. Da habe ich ein bisschen Ganselfond und ein bisschen Ganselfett drauf geben. Und dann decke ich es ab und mache die Haut knusprig. Die Gänsekarkassen brate jetzt ein bisschen Gänsefett nochmal schön braun an. Und wir gießen mit unserem Gänsefond ein bisschen Rotwein auf, damit wir eine gute Sauce zum Ganzen haben. So, den Rotwein ablöschen. Und den Bratenrückstand vom Gemüse, vom Braten der Gans, leeren wir jetzt da dazu. Schöpfer oder 1,5 Schöpfer Suppe dazu und das lassen wir ca. 15 bis 20 Minuten durchkochen. Die richtige Zubereitung von Rotkraut findet ihr wie immer rechts oben. Auch die Zubereitung von Erdäpfelknödel findet ihr in einem meiner Videos. Burgenländische Weidegans ist sicher ein Festtagsmenü und nicht für Alltag
geeignet. Aber wenn ihr hier die Zeit nehmt und wirklich auf Qualität setzt, werdet ihr einen Genuss dabei haben. Klassisch haben wir noch eine Orangenscheibe mit Preiselbeeren als Garnitur. Und die Soße habe ich ganz leicht mit meinem Zehner abgezogen. Und das ist mehr so ein Natursaft, den wir hier jetzt heute zu unserer Gans reichen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Euer Heferlkucker Revival. Und wie immer, hier noch ein paar Videos von mir.